Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zum dritten Teil. Die letzten 12 Packs aus diesem Set, aus diesem Display. Danach haben wir nur noch so zwei Displays, das geht dann ruckzuck, da werden die Karten gezogen wie verrückt. So, du kommst beiseite. Hier kommt mal hier vorne mit hin. Ja, das war die einzige Holo bis jetzt, möchte ich nochmal erwähnen. 24 Packs, nur eine Holo. Dafür aber bisher 3 GX, eine Full Art Alternativ und die Rainbow Rare. Jetzt kann es losgehen. So, Code kommt beiseite. 1, 2, 3, 4. Saftig schmatzige Feuerenergie. Naja, fast. So, kommst beiseite. Dann haben wir hier Blaus Taktik, Latia Necto, Somnivora. Achso, das waren. Tignes, Entwicklung und ist trotzdem eine Kreiskarte. Naja. Flunschlick, Onix, Finneon, Alola Slimer. Oh, und die nächste Reverse Holo Rare. Schön, Irokex. Das freut mich. Und dahinter, ah, die Holo. Wunderschön, das freut mich. Victini. Das geht doch schon mal gut los. Es fehlen noch, ich glaube, man kann so mit 5, 6 Holos rechnen. Da müsste jetzt also heute jetzt so eine ganze Menge kommen. Bin ich mal gespannt. Oh, ich sehe einen Glitzerrand. Oder ist es von der Reverse? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. So, 4 nach vorn. Oh, nee, es ist mehr. Da liegt was Seltenes in der Luft. Was Seltenes in der Luft. Okay, ich höre schon auf zu singen. Ja, ich wollte nur Pokémon-Karten sehen. Alles klar, Mantidea. Gigabombe. Käfersammler. Owei, Kramurks, Schneebedeck, Dratini am Wasserfall, Tarnpignon. Ach, ich wollte gerade sagen, die nächste Reverse Holo Rare, aber Voltolos, legendäres Pokémon. Okay, machen wir doch zu eher einer nicht so häufigen anstatt zu einer seltenen. Und einer, oh yeah, den nächsten Pull. Ich glaube, nicht relativ wertvoll oder nicht sehr wertvoll. Aber eine GX, das ist der 6. Pull. Aber weil es wieder gescheppert hat, gönnt euch den Code. Ich schmeiße ihn sowieso gleich weg. Also, wenn ihn hier keiner einlöst, dann löst niemand ein. Wasserenergie. Rossana. Schlummerhain. Mit ganz vielen Lamelups. Oh. Das ist ja nice. Relikant aus Knete. Unten schön auf dem Meeresgrund. Das finde ich geil. Schneebedeck. Noch ein Kramwuchs. Ey, die gibt es hier irgendwie alle doppelt, habe ich das Gefühl. Owei. Alola Slimer. Hudhut. Schnupp. Eine Reverse und da. Oh, Alter, was ist denn hier los? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Terrakium. Die nächste Holo. Höhlenkonde und Felsenquetscher, aber. Das sieht schön aus, wie es hier so in die Prärie guckt. Bis jetzt noch keine Muchwehr gezogen. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich nochmal hier auf 5 oder 6 Holos zu kommen. Finsternis-Energie. Reset-Stempel. Zablalek. Deden. Was ein paar Bären frisst. Gramokles. Sneebel. Magnetilo-Bummel. Man kennt sie langsam. Pokémaniac im Reverse. Gibt es auch als Fullart. Und dahinter die erste Much. Da ist er. Mit Sprengsporen und Giftschock. Hutsasser, ein alter Tausendsasser. Elektro, oh, großartiger Trank, Bidifas, Boreos, Fililu, Wazzapf, Trattini, Mangunior, Janma, Zaplalek, wir haben es gerade gesehen im Reverse, und dahinter Kleopard, da, nicht der Rede wert, Scharfax, Barschuft, Mamfaxo, ich glaube, das sind sie. Kleiner Nascher. Kleiner Nascher. Einmal während deines Zuges kannst du eine Münze werfen. Bei Kopf, lege bei Kopf eine Karte aus dem Ablagestapel oben auf dein Deck. Aber der Zug ist dann beendet. Da weiß ich ja nicht. Kramokles, Magnetido, Datiri, Datignes, Onix, Cosmog Reverse, Agrostella. Nicht der Rede wert.
Da gibt es nur eine Feuerenergie. Oh, jetzt ist es die Fee. Es ist auch unmöglich, den Scheiß zu erraten. Tauros, nochmal mal ein Fax, okay. Reislaus am Strand. FM. Gibt es so Wortspiele wie bei den Radios oder sowas. Da gibt es auch. Oh, vorbei. Hm. WhatsApp. Goofer in Reverse. Und dahinter Pion Draghi. Ich glaube, den hatten wir sogar schon mal. Obwohl es bei so einem riesigen Set eigentlich... Oh. Obwohl es bei so einem riesigen Set doch eigentlich so viele Sternkarten geben sollte, dass man da sehr wenig von doppelt zieht. Aber so ist halt manchmal mit dem Glück. Mal haben es die anderen, mal hat man keins. Stadion Navi, Knaxel, Jubelball, Schlupf, Fililu, Magma. Och, Magma sieht immer noch richtig krass aus. Und ich... Es gibt eine ähnliche Pokémon-Karte, da steht der nur normal rum und hat aber auch so Feuergedöns und alles im Hintergrund. Gastella in Reverse und aha, Heatwin GX, das ist die 7. gute Karte, aber das Problem ist, es sind nur die normalen GX. Mann, kann das keine Full Art sein? Egal, ich möchte mich nicht beschweren, das ist mega gut. Nehme ich auf jeden Fall, nehme ich dankend an, so wie LA Hoops. Grüße an Kolle. So, 4 Booster noch. Gönnt euch den Code für den Pull. So, Turbo, Steden, Luminion, ja, alles altbekannt, Bummel, naja, man kennt sie. Alola Raichu, Reverse, ah ne, ich hatte einen Holo, stimmt. Reverse Holo wäre, und direkt noch eine Holo, na da sind sie doch, die 4. jetzt. Hooper Holo, 4 Holos, 7, wie heißen sie, Hyperwares, glaube ich. Ist okay. Aber ich hätte lieber noch eine Full Art. Ich hätte lieber noch mal eine Full Art. Aber soll ja auch nicht zu gierig sein. Pflanzenenergie. So. Pyrus Quishow. Kommandutan. Schwäche. Laber mich nicht. Vollenergie. Mollung. Kaumalat aus Socke. Strawickel. Biliza. Pionskora. Mangunia Reverse. Castellit. Haben wir noch nicht gesehen. Und der Panzer haut ordentlich rein von dem. So, 2 Packs. Schönes Artwork. Typ 0, Kubaila. Rotomo freut sich seines Lebens. Litomit mit Lavados im Hintergrund. Dusselgur. Somnium. Pikachu. Moontier in Reverse. Fasersnob. Much, ne? Letzte Pack. So, ich versuche auch nicht hinzugucken. Irgendwelche Holo-Ränder oder sowas. Ja, wir machen das hier ganz... Ganz klassisch, Flapterix, Jan Mega, ohrenbetäubende Glocke, Medit hier im Wald mit Morgengymnastik, FM, Strawickel, Kreislaus, oh, ein Frohball nochmal in Reverse, oh, ein Frohball und Megalon in Much. Also, erste Display ist geschafft. In den nächsten 6 Videos nehmen wir auch nochmal die anderen, damit ich hier auch mal ein bisschen vernünftigen Rhythmus reinkriege. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Schlecht lief's nicht, aber eine Full Art mehr anstatt einer von denen, das hätte mich noch gefreut. Sonst, wir sehen uns hoffentlich, vielleicht, eventuell, also nicht, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss, Kinder.